Was gibt's danach zu machen? Tja, danach hast du Freigang. Oh, sie hat fast 10 erreicht. Okay, das geht also von ihr aus. Was bringt das? Das Feuerwerk. Ein Monster und sie denkt an einen Regenbogen. Okay, was ist das? Die, wie heißen die? Glücksbärchis. So heißen die doch. Zeichnen. Leute. Quatschen schon wieder mit der Statue, also mit den Urnen. Nee, diesmal nicht. Ah, sie hat Level 10 erreicht. Das ist ja. Servan. Du kannst dir, wollen wir das hier, müsst du hier die Zähne putzen. So, eines noch, Formen. Oh, wir haben alle. Achso, nee, das eine fehlt noch. Wir haben ja Level 10 erreicht, okay. Hallo, deine Frau möchte mit dir reden. Dank für schönen. Dumb say, Bruhanna. Learn a peef in Skooma. Uchimo Golarga Slong. Musst du zur Arbeit? 2 Stunden. Sublur Ferota, Bruhanna. Kannst du noch ein bisschen trainieren gehen? So, das heißt, du hast hier alles abgeschlossen. Von 3 ist ja cool.
Und dann schlafen, okay. Ist ja richtig cool. So, was nehmen wir als nächster Natur? Was haben wir hier? Das klingt ja gar nicht mal so doof. So, drei Schachspiele spielen. 3 Stunden mit einem Erwachsenen lesen. Aha. Könnte man eh schon in dem Merkmal kaufen? Was würde sie zum Beispiel brauchen? Zum Beispiel etwas für die Karriere und Fruchtbau später. Das kostet 3000. Hier. Kostet 2000. Insgesamt 5000 Punkte also. Das heißt, ich muss ein Schachspiel kaufen. So, Gourmet-Menü zubereiten. Nee, sie schläft noch. Doch, jetzt ist sie schon aufgestanden. Sie hat ja schon einen Bauch. So, gut, dann hast du hier was zum Essen. Was treibst du? Könntest baden gehen. Und danach? Hm, dann musst du zur Arbeit eigentlich. Ach, muss dann auch zur Arbeit. Heißt, du müsstest nochmal Gerichte herstellen. Heißt, ich müsste dann immer einzelne Gerichte herstellen lassen. Dann würde er vielleicht sein 100% auch erreichen. Dann kaufen wir schnell mal ein Schachspiel.
hier. Dann kopieren wir die Stühle hier. Hat sich eigentlich irgendein Vollidiot das Ganze durchgelesen? Nein, man liest man ja mal alleine 24 Stunden und dann kann man erst spielen. Das hört ja nie auf. Das heißt, wenn ich jetzt in die Option reingehe, kommt das nächste? Nee, zum Glück nicht. So, was haben wir hier eingegeben? Okay, Essen. Unruhige Fans. Wir reden natürlich mit den Fans. So, das machen wir jetzt sauber hier. Wird dann gegessen. Und dann spielen. Dann aufs WC. Achso, auf dem Laufband kannst du noch nicht, okay. Du bräuchtest also die Sachen im Garten. Also wenn wir wieder umziehen, dann auf das große Grundstück. Das werde ich komplett niedermähen. Und dann einfach wirklich fertige Zimmer hinstellen. Eins nach dem anderen, zack, zack, zack. Hier eine Tür, dort eine Tür. Da ein Fenster verschieben. Und ja, somit werde ich mir mein Haus zusammenstellen. Dann werden die Räume auch nicht so groß. Einen Raum werde ich halt, sag ich mal, als Allgemeinraum nehmen. Da steht in der Mitte, wo das Klavier drin ist, die Geige. Einfach wie der Raum. Jetzt nur halt viel größeren. Also viel größer. Ums Doppelte in etwa. Nur wird einfach an jeder Seite ein bisschen länger gezogen, dass alles ein bisschen mehr Platz hat. Was würde sie dadurch bekommen? Ah, mental begabt. Dann sozial begabt bei den anderen und dann, was wäre das andere? Körperlich begabt, okay.